Hallo Leute und willkommen zurück bei Cuphead. Heute versuchen wir es wieder mit Helenchen, mit der Bienenkönigin. Bei ihr wird mir klar, warum ich Bienenallergiker bin. Immer wieder aufs Neue. War klar, dass mich der jetzt noch erwischt. Ach komm, das machen wir gleich mal neu. Dass ich mich so elends blöd. Diese Kackbienen. So ist deutlich besser, dauert zwar länger. Ja, und genau wenn er abdampft, erwischt er mich natürlich. Oh, du holst doch sicher wieder gleich diese elenden drei. Na klar. So, friss meine Super. Ich hätte eigentlich jetzt geblockt. Nee, das lassen wir, wenn ich gleich mal nach unten falle. Auf diese Art und Weise verschwende ich kein Leben. Jetzt geht er wieder ein Stück weiter. Man kann nicht mal sagen, wo genau der stehen bleibt. Jetzt entgleist es aber. Ich kann mir in der ersten Phase keinen Treffer leisten. Nein, ich will nicht in die Einstellungen. Und es wird immer wieder einen so einen unnötigen Treffer geben. Oh Gott, und sie fängt. Darf das wahr sein? Ja. Du hast kassiert jetzt. Wie ich das jetzt geschafft habe, dass ich da heil rausgekommen bin, ich weiß es nicht. Ja, dafür habe ich hier kassiert. Wir versuchen es wieder gegen den Rattenkönig, der ist mir deutlich lieber. Ja, die einfachen Sachen sind jetzt vorbei, jetzt gibt es nur noch die harten Sachen. Das Mausoleum will ich gar nicht machen, weil die Super, die ich kriege, ist sowieso unnötig. So, Ratti, wo bist du? Da unten.
Da wäre aber sogar wieder der Lupfer von Vorteil. Zumindest für die erste Phase. So. Wird wieder gehüpft. Aua! Ich hab's nicht gesehen gehabt. Oh. So, jetzt frisst ihn die Katze. Gleich mal Zeit für die erste Super. Oh. Ich habe nicht auf die Tatze geachtet. Ach Gott. Nee. Wenn er mal nicht springen will am Anfang, das lassen wir nicht zu. Sag mal, warum springst du nicht? Geht doch. Au. Ah, komm jetzt. Springe ich im Rennen auch noch? Und gleich eine Super hinterher. Das müsste eigentlich schon fast gewesen sein. Ja. Und so schnell geht's manchmal. So, super rein. Aua. Ja. Ratenkönig AD. Na, wer sagt's denn? Werner Wehrmann, du bist weg. Nur leider nützt es mir nicht viel.
Ach, dieser Wolfgang braucht immer 10 Noten, um zu sagen, was man auch in 2 kann. Er hat keine Ahnung, was weniger ist mehr bedeutet? Okay. Ich weiß, dass ihr meiner Meinung seid. Jetzt überzeugt diesen Blechkopf von Uhr. Er hört nicht mehr auf mich. Von Uhr? Altenhula! Dr. Karls Roboter, der ist ein richtiger Arsch. Muss man gleich von Anfang an... einbläuen. Wie man sich klein macht, und jetzt habe ich es auch schon verkackt. Ja, und hier habe ich jetzt schon einkesseln lassen. So, jetzt den Laser da oben. Nein. Ja, warum haust du mich raus? Das wollte ich ja gar nicht. Vielleicht kümmern wir uns gleich mal um den Laser. Aua. Ja, der Typ ist backe schwer. Ich hab's auch gut in Erinnerung. Was das jetzt sollte, weiß ich auch nicht. Immerhin ist getroffen. Ja, es ist sau schwer. Aber man gewöhnt sich mit der Zeit dran und dann weiß man auch, wie man es anpacken muss. So, den ersten sind wir los. Aua. Ach komm. Und wieder genau rein. Thank you.
Nein! Erwischt mich tatsächlich noch auf den letzten Metern. Darf das wahr sein? Was machst du denn? Nein! Ah! Ach komm. Nee. Also so fangen wir gar nicht an. Bisschen mehr wird noch gehen. So, Laser, weg mit dir. Ich werde mir jetzt dann noch das vierte Extra-Leben mitnehmen. Ach komm. Geschenkt. Bringt er tatsächlich nochmal eine raus. Das müsste eigentlich schon fast gewesen sein. Ja. Mist. So, Moment, wir gehen mal. Ja, lass das angelegt. Schauen wir mal im Shop nach. Gehe ich wieder ganz raus. Schauen wir mal im Shop, was es so gibt. Fleckensalber, nee. Der Steuerschuss, nee. Ah. Ja, bräuchte ich 5, ne? Ah. Ja, dann muss sie so bleiben.
Vorerst. Wir könnten uns dann aber auch am Rand versuchen. Machen wir auch. Ja, aber genau die falschen Dingens dafür. Ich erinnere mich an die blöden Geißen. Und an euch. Oh, das war's auch schon. Na klar, versuchen wir es erneut. Dann schnell weiter, weil die kommen zurück, wenn ich mich recht erinnere. Ach komm. Ja, die kommen zurück. Aber dass mich wirklich jeder jetzt erwischt. Ach komm. So schnell weg hier, bevor die nächste Geißel zurückkommt. Ach, komm. So. Hückchen weiter wären wir ja schon. Münze verpasst. Das sieht ja schon mal besser aus. So schauen, dass ich halbwegs in der Mitte bleibe. Aber ich hab sie. Ich hasse Bade. Die sind mir zu fröhlich. Ach ja.
Ich bin überhaupt nicht nervös. Zum Glück. Und ich habe eine Münze verpasst. Ich habe es zwar geschafft, aber ich habe eine Münze verpasst. Ja. Nun gut, lassen wir es für die Folge gut sein. Jetzt können wir auch alles frei betreten. Und ich kann mir das kaufen, was ich mir kaufen wollte. So, das war's für die heutige Folge und wir sehen uns gesund und munter in der nächsten Folge wieder. Tschüss, bis dann, ciao.